Es ist der 15. März 2017 in Graz. Die Stadt an der Mur erwartet voller Spannung den Beginn der Special Olympics World Winter Games. In der Innenstadt wehen schon die bunten Fahnen und in der Grazer Stadthalle laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Mein Name ist Gregor Ulz, ich bin jetzt 2 Wochen bei den Special Olympics quasi tätig und bin zuständig hier in der Stadthalle zur Abwicklung des Floor-Hockey-Events. Für die sportliche Abwicklung und für alles rundherum für die Volunteers. Wir haben einen Sohn mit Down-Syndrom. Er ist schon 41 Jahre alt und er fährt immer wieder mit bei den Wettbewerben. Die Wettbewerbe sind ganz wichtig für unsere Kinder, weil sie da auch das, erstens einmal die Allgemeinheit erleben und zweitens einmal, weil sie sich irrsinnig freuen auf die Siegerehrung. Und deshalb sind halt die ersten 3 Plätze auch dort wichtig, auch für sie wichtig.